Hallo liebe Spielefreunde, heute zeige ich euch das Spiel Switch and Signal gemeinsam ans Ziel. Switch and Signal ist ein kooperatives Eisenbahnspiel vom Kosmos Verlag für 2 bis 4 Spieler. Die Dauer ist ca. 45 Minuten und ist ab 10 Jahre. Ich erkläre euch das Spiel, sage euch mein Fazit und ihr findet auch ein paar Spielausschnitte in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Und ja, nochmal fahren, jetzt ist er drin und jetzt haben wir es geschafft. Genau. Yay, alle waren da. Tschui. Sehr gut. Ziel des Spiels ist es, dass die Spieler Züge über den Spielplan ziehen, in Städte bringen, dort Ware einladen und diese Waren dann nach Marseille bringen. Es gibt 4 verschiedene Warengruppen, gelbe, rote, blaue und weiße. Sind alle Warensteine in Marseille angekommen, dann haben die Spieler gemeinsam das Spiel gewonnen. Zuerst einmal stehen die Züge alle im Zugdepot und müssen erst aktiviert werden. Dafür gibt es Fahranweisungskarten. Jeder Spieler, wenn er an der Runde ist, muss eine Fahranweisungskarte aufdecken. Von den 18 Fahranweisungskarten werden 2 Stück rausgemischt und die restlichen Karten werden dann auf einen dafür vorgesehenen Ablagestapel hingelegt. Darauf kommt noch eine Startkarte und schon kann es losgehen. Immer wenn ein Spieler an die Reihe kommt, muss er zuerst eine Fahranweisungskarte aufdecken. Der erste Spieler, der dies tut, nimmt die Startkarte und dreht sie um. Diese Karte zeigt, dass ein schwarzer, ein brauner und ein grauer Zug ins Spiel hineinkommt. Dafür gibt es spezielle Felder auf dem Spielplan, wo die Züge eingesetzt werden. Mit 2 Würfeln wird gewürfelt und entsprechend der Augenzahl werden dann die entsprechenden Züge auf diese Felder gestellt. Anstatt zu würfeln, können die Spieler auch Aktionschips benutzen, was wir sehr gerne gemacht haben. Von 81 Aktionskarten erhält dann jeder Spieler 5 Karten ausgeteilt. Die Aktionskarten zeigen im Grunde nur 3 verschiedene Möglichkeiten. Man kann einen Zug ziehen, man kann eine Weiche verstellen oder man kann einen Signalstein umsetzen. Der Spieler darf so viele Karten spielen, wie er will. Er bekommt am Ende seiner Runde auf jeden Fall wieder 5 Aktionskarten hinzu. Das heißt, er kann also auch mehr als 5 Karten dann auf der Hand halten. So, jeder bekommt 5 Karten. Jawohl. Sozusagen, willst du anfangen? Gerne. Gut. Dankeschön. Dann ist die erste Karte die Startkarte. Züge einsetzen. Genau. Und das wäre schwarz auf die 11. Ja, ich mache mal für dich. Rot auf die 7. 7. Und grau auf die 4. Grau auf die 4, das ist bei dir da drüben. Ja, und jetzt wird das wieder eingemischt. Genau. So. Für die nächsten Züge. So, Stapel bilde. So, gut. Und dann geht's los. Ja, dann fangen wir an. Zuallererst, wenn ein Spieler in der Reihe ist, deckt er ja immer eine Fahranweisung auf. Die Fahranweisungen sind automatisierte Vorgänge, die der Spieler auf jeden Fall ausführen muss. Auf der ersten Karte muss er einen Zug einsetzen von einer beliebigen Farbe, also schwarz, braun oder grau, das sucht er sich aus. Und dann muss er 2 Farben von Zügen bestimmen, von denen alle Züge auf dem Spielplan gezogen werden müssen. Bei der zweiten Karte müssen alle schwarzen und alle braunen, auf der dritten Karte alle grauen Züge gezogen werden. Auf der vierten Karte wird ein beliebiger Zug wieder eingesetzt und es müssen alle Züge bewegt werden. Und auf der letzten Karte kann man wiederum einen Zug, einen beliebigen Zug einsetzen und alle braunen Züge müssen gezogen werden. Dazu muss man wissen, dass die Züge unterschiedlich schnell fahren. Der schwarze ist der schnellste Zug. Er hat auf seinem Würfel die Zahlen 2, 3, 3, 4, 4 und 5. Der braune Zug ist der normale Zug mit den Zahlen 1, 2, 2, 3, 3 und 4. Und der graue ist wirklich der langsamste Zug mit 1, 1, 1, 2, 2. Und 3. In den 4 verschiedenen Städten auf dem Spielplan befinden sich die Warensteine. Zusätzlich ist in jeder Stadt ein grüner Signalstein, der auch niemals entfernt werden darf. Es muss immer ein Signalstein in der Stadt stehen bleiben. Städte können nur über grüne Signalscheiben erreicht werden und können auch nur über grüne Signalscheiben wieder verlassen werden. Somit muss auch in Marseille immer ein Signalstein zur Verfügung sein.
Die Spieler ziehen die Züge über Weichen, wobei sie immer über die leeren Felder hinweggezogen werden. Wir haben Dreierweichen und Viererweichen. Die zwei schwarzen Steine geben an, wie die Weiche momentan gestellt ist. Weichen können jederzeit umgestellt werden durch das Ausspielen einer Handkarte, nämlich genauer gesagt einer Weichenkarte. Genauso können Züge bewegt werden durch Zugkarten. Wenn eine Zugkarte gespielt wird, darf sich der Spieler einen beliebigen Zug aussuchen, den er bewegen will, und würfelt in der Farbe des Zuges, wie weit der Zug ziehen kann. Und dann gibt es noch Signalkarten, die man einsetzen kann, um die grünen Signalsteine entsprechend umzusetzen und auf ein anderes Feld zu legen, um diese Schiene dann letztendlich für die Züge frei zu machen. Zieht ein Spieler einen Zug in eine Stadt hinein, kann er den Zug mit der Ware, die dort liegt, beladen. Dazu spielt eine beliebige Handkarte aus und belädt entsprechend den Zug mit der Ware. Hier in Nürnberg ja auf jeden Fall, weil da stehen noch zwei Waren, die müssen wir eh mal um. Ja. So, und ich denke, dahinter der auch. Ja, komm. Soll das der Rote machen, ja? Ja, ja. Genau. Ja, wenn der jetzt fährt, fährt er da hoch. Gell? Deswegen müssen wir noch eine grüne Signalscheibe da versetzen. Hat ein Spieler eine benötigte Karte gerade nicht, kann er auch zwei Karten einfach ablegen, sozusagen als Joker, und dann eine der beliebigen drei Aktionen durchführen. Züge, die die Hafenstadt Marseille erreichen, laden ihre Ware aus und die Züge werden anschließend wieder ins Depot zurückgestellt. Weil wenn das Tier, was hast du, nur schwarz oder was? Ja, zwei schwarze, dann das ja, da kannst, dann kannst du das besser machen. Zwei, drei. Ja. Und hier hat er fünf. Ja, stimmt. Da ja, du hast recht. Ja. Mach das mal so, das ist eine gute Idee. Jawohl, und jetzt noch ein grünes hast du aber nicht, oder? Doch, dazu. Dann dahin, dass er da reinfahren kann. Genau. Und was hast du noch? Fahren. Zufahren, das ist gut. Das ist sehr gut. Dann fahren wir. Oh mein Gott. Wahnsinn. Muss doch der Zug bestimmen, den du fährst, ne? Den da. Gut. Oder sag ich den schwarzen? Welchen? Den? Der da. Kannst du zwei, auch mal. 3, 4, 9. Da hätten wir wieder den schwarzen, ja, da, ne? Ja. Kann man dann wieder einsetzen. Na, ja, 3 immerhin. Immerhin. 1, 2, 3. Sehr so. Gut. Die Spieler haben 16 Fahranweisungen vor sich liegen, plus eine Startkarte. Das heißt, wenn 17 Mal die Spieler an der Reihe waren und es nicht geschafft haben, die Waren alle nach Marseille zu bringen, also alle Karten wurden gespielt, dann haben die Spieler das Spiel verloren. Um Strafen bezahlen zu können, gibt es Zeitscheiben auf einer Bahnhofsuhr. Für ganz bestimmte Aktionen werden Strafen vergeben, das heißt, es werden dann von dieser Bahnhofsuhr die Zeitscheiben entfernt. So ist es zum Beispiel möglich, dass ein Zug auf einen anderen Zug auffahren würde. Hier in dem Beispiel hat der Spieler mit dem schwarzen Zug eine 5 gewürfelt. Das bedeutet, er kann einen Zug ziehen, aber der zweite Zug würde letztendlich schon auf den braunen Zug auffahren. Dann muss er für die restlichen Augen, die er nicht ziehen konnte, Zeitscheiben abgeben, also in diesem Beispiel 4 Zeitscheiben. Genauso verhält es sich, wenn er ein Signal überfahren müsste, was auf Rot noch steht, also keine grüne Signalscheibe drauf steht. Auch hier müsste er bremsen, das heißt, er müsste die restlichen Augenpunkte in Zeitscheiben abgeben. Wenn ein Zug eingesetzt wird auf einem Feld, wo noch ein anderer Zug steht, muss er ebenfalls 2 Zeitscheiben abgeben. Und die letzte Form ist, dass ein Spieler mit einem Zug auf einen anderen Zug frontal zufährt. Dann ist es so, dass die verfallenen Bewegungspunkte für jeden verfallenen Bewegungspunkt 2 Zeitplättchen von der Bahnhofsuhr entfernt werden. Der Zug, der gefahren ist, wird ins Depot zurückgestellt. Sollte er beladen sein, kommt die Ware in die dazugehörige Stadt. Wurden alle Zeitchips von der Bahnhofsuhr entfernt, müssen die Spieler zur Strafe eine ihrer Fahranweisungen abgeben. Das heißt, sie haben im Grunde eine Runde weniger, um ihr Ziel zu erreichen. Danach wird die Bahnhofsuhr wieder mit allen Zeitchips vollgemacht und die Runde kann weitergehen. Dann machen wir den hier gleich. 1. Siehst du, haben wir gerade mal 1, aber jetzt sind wir trotzdem eineinhalb Runden da abgelegt. Jetzt haben wir nur noch eine. Eine einzige. Eine einzige. Na, das kann ja nichts machen.
Dann vielleicht den da. Ja. Der ist sowieso drin. Vier, der nächste, zwei. Bleibt noch davor stehen sogar. Oben auf dem Spielplan gibt es noch drei Personen, die einem helfen können. Entweder indem ein Würfelwurf ignoriert wird oder man durch eine Stadt durchziehen darf, was man normalerweise nicht darf, oder dass eine bestimmte Farbe, die verlangt wird zum Ziehen, ignoriert wird. Wenn man eine dieser Personen nutzt, muss man ein Plättchen auf diese Person drauflegen und damit ist diese Aktion beendet. Das heißt, man darf also im gesamten Spiel nur ein einziges Mal jede Aktion nutzen. Ja, und wenn dann es so sein sollte, dass einem das ganze Spiel vielleicht sogar noch zu anspruchslos ist, hat man die Möglichkeit, den Spielplan auch umzudrehen. Dann wird es nochmal etwas schwieriger, denn jetzt gibt es zwei Häfen, wo die Waren entsprechend mit den Zügen transportiert werden müssen. Switch and Signal hat uns sehr gut gefallen. Es ist ein sehr schönes Spiel. Es hat eine angenehme Spielanleitung, also es ist eigentlich auch relativ schnell erklärt. Ist unglaublich spannend, weil man bis zum Schluss halt versucht, alle Möglichkeiten in irgendeiner Weise optimal zu nutzen. Und man darf halt nicht enttäuscht sein, wenn das Spiel dann doch nicht funktioniert hat, obwohl man glaubte, die besten Züge gemacht zu haben. Also von daher gesehen, einfach das nächste Spiel spielen mit einer Spielzeit von ca. 30 Minuten, sind meistens zwei oder drei Partien locker drin. Also Switch and Signal, ein tolles Spiel. Switch and Signal hat eine sehr gute Spielanleitung, hat eine schöne Spielausstattung und obwohl der Glücksanteil nicht zu unterschätzen ist, wir arbeiten einfach mit Würfeln und mit Spielkarten, bleibt der Spielreiz erhalten und wenn es nur darin liegt, einfach die nächste Partie dann endlich zu gewinnen. Also Spielreiz 8 aus 10 Punkten.